Ja, wunderbar. Dann melden wir uns an dieser Stelle nochmal von ungewohnter Position in der Glockenspitzhalle nach dem Spiel unserer HSG Krefeld gegen den TuS Volmetal. Endstand am heutigen Tage 23:18. Ja, und da sind wir natürlich interessiert an den Stimmen beider Trainer. Die erste Stimme nach dem Spiel gehört immer oder gebührt immer unseren Gästen. Und da sind wir gespannt, was Michael Wolf uns denn zum Spielverlauf zu sagen hat und vor allen Dingen, wie er das Spiel gesehen hat. Und auch, ob der Sieg in deinen Augen so in Ordnung geht. 23:18 ist ein Ergebnis, was man bedingt hinnehmen kann. Also ich denke, 23 Tore hier zu kriegen, ist sensationell gut. 18 nur zu werfen, ist einfach zu wenig. Wenn man am Ende des Tages sieht, mit welchem Material wir arbeiten und mit welchem Material Olaf arbeiten darf, denke ich, haben wir am Ende des Tages ein ganz gutes Spiel hier gezeigt. Und ich denke, wenn wir mit 2 Toren nur verloren hätten, hätte sich auch keiner beschweren dürfen. Aber dass wir hier verloren haben, ist völlig in Ordnung. Ja, und auf der anderen Seite fragen wir natürlich Olaf Mast, wie er dieses Spiel gesehen hat und ob er denn dann heute auch mit der Leistung seiner Mannschaft wieder zufrieden ist. Ja, guten Abend erstmal. Ich bin mit den Punkten sicherlich zufrieden, dass wir 2 Punkte geholt haben. Ich denke, das Spiel gegen Minden hat deutlich Spuren hinterlassen. Wir waren, Selbstvertrauen war warum auch immer nicht da. Wir waren sichtlich gehemmt auf einigen Positionen. Wir haben eigentlich das, was wir machen wollten, aus der Bewegung kommen, haben wir viel zu wenig gemacht. Wir haben meistens den Ball erst im Stand angenommen, haben dann schon geprellt, haben uns die Möglichkeiten gebracht, haben unglaublich viele Fehler gemacht, technische Fehler auch. Und das gilt zu analysieren, warum die Köpfe nicht frei sind, warum wir da, so gehemmt aufgespielt haben. Daran werden wir arbeiten müssen. Trotzdem denke ich mal, Riesenkompliment an meine Mannschaft, was sie in der Abwehr geleistet haben. Also man hat wirklich sich wieder gegenseitig geholfen, man hat sich den Hintern sozusagen aufgerissen. Stefan hat wieder ein paar wichtige Bälle noch gehalten und uns dadurch im Spiel gehalten. Und ich denke, heute können wir unterm Strich mit den beiden Punkten sehr zufrieden sein, dass wir, sag ich mal, die Heimserie auch wieder weiter gehalten haben. Aber natürlich müssen wir mal analysieren, warum wir denn im Kopf so gehemmt waren.